Yay! Willkommen zurück! Oh, es gibt einiges zu erzählen. Aber das, was ich zu erzählen habe, das werde ich noch anschließend in einem Infovideo reinpacken. Darum will ich hier jetzt nicht so viel Zeit verlieren, sondern auch direkt mal weitermachen. Willkommen zurück bei Let's Play Hunted the Demon's Forge. Wir waren das letzte Mal vor einiger langer Zeit diesen komischen... Na, Lastenaufzug will ich ja nicht unbedingt sagen, aber wir sind da irgendwo runtergekommen, ne? War das unser Spielstand? Ich glaube schon, ne? Yeah. So, und wie das immer bei mir ist, ich schaue mir nochmal ganz kurz die Steuerung genau an, damit ich das nochmal alles so genau im Kopf habe. So, WASD wie immer, Use mit E, Sprinten, Take, Cover mit Leertaste, linke Maustaste, rechte Maustaste. So, Magie benutzen auf Q und mich selbst heilen auf R. So, sehr schön. Seraphine's Path auf Z, Heavy Attack. Ja, 1, 2, 3 und so weiter. Gut, das sollte jetzt erstmal reichen. Obwohl, haben, jetzt die große Frage, schnell speichern? Steht hier jetzt so nicht bei. Gibt's das dann überhaupt? Frage ich mich jetzt gerade wieder. Nein, anscheinend nicht. Egal. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Wir sind hier wunderbar mit Cadoc und Ilara unterwegs. Yay. Yay. Schöne Aussicht, würde ich mal sagen. Schöne Aussicht. Eine Skriptsequenz. Down there. More prisoners. I see them. Where are they taking them? Okay. You know what, Ilara? I need to draw the line somewhere. Well, you know what they say. The bigger they are, the easier we are to swallow. I'm not gonna like this one bit. Oh, the bigger they are. Waffe wechseln. Ah, Steuerung. Sehr schön. So. Ich muss mich dann erstmal auch wieder mit der Steuerung anfreunden. Ihr habt es wahrscheinlich schon geahnt. Ja, das ist bei mir immer so, wenn ich... Oh! Hallo! Gut. Was ich sagen wollte, das ist bei mir immer so. Wenn ich über einen Zeitraum aufnehme, ein Spiel nicht gespielt habe, dann... Ach, dann ist es bei mir leider so, dass ich immer wieder nachdenken muss. Ja, wie ging nochmal die Steuerung? Ja, und... Ja, keiner kann super zaubern. Zaubern, zaubern, zaubern. Und ich bin so schlecht. So, Kopftreffer. So. Ich sollte eigentlich nicht so viel verballern. Egal. So, dann haben wir das einmal. Wunderbar. Jetzt haben wir die auch genutzt. Jetzt gehen wir immer am Feuer vorbei. Da haben wir tolle Feuerpfeile. Ja, Feuerpfeile. Wunderbar. Es geht endlich mal weiter mit The Demon's Forge. Das hat ja lang gedauert. Enemies. You don't say. Yes. Wo hört man Mana? Dass die nicht mal den Kopf gerade halten können dabei. So, mein Schild ist besser. Mein Schild ist immer noch besser. Ja, was ist hier? Hier liegt noch Geld herum. Pfeile wurden aufgesammelt. Ich habe nur noch 17 Schüsse. Was ist denn hier drin? Oh, ich hoffe, ich werde nicht wieder so blöd erschreckt. Ich bin gerade irgendwie derbe schlecht im Ziel. Derbe schlecht sein. Cadoc macht die ganze Arbeit. Es ist dunkel, leuchtet. Was passiert dann? Können wir mit den Toten reden? Dann reden wir mit den Toten. Hallo Toter. Was kannst du uns sagen? One day, came in the barracks, heard a horrid sound. I followed it. I peeked in where I heard the noise. And who did I see? But
the great king and his wizards. They were doing magic on someone. But the poor man was writhing and screaming and changing. I gasped. One of the wizards must have heard me. He pointed his finger at me, and there was a big flash, and then... Dann bist du zu dem geworden, was du bist, und jetzt liegst du hier rum. Ja, irgendwie stimmt da was nicht, ne? Naja, so, Waffe. Okay, der macht allgemein nicht so viel Schaden, aber schießt schneller. Ich denke, ich... wie viel... Ach, Mensch, komm. Bäh. Habe ich die jetzt weggeworfen, die andere Waffe? Ach Gott, ich brauche Licht. Ich brauche Feuer. Weil wenn ich Feuer habe, dann krieg ich Licht. Yeah, dann leuchtet alles. Na. So. Und ich würde... Achso, den Behälter muss man ja aufschießen. Oder? Hä? Wo ist denn jetzt der andere Bogen hin? Hat ihr den jetzt einfach... Crap-like weggeschmissen? Ach, dammit. Okay. Ich habe das Spiel eine Zeit nicht mehr gespielt, aber ja. Ich frage mich, wie viele Leute dann überhaupt noch hier wissen, was jetzt hier gerade Ambach ist. Also, wir sind ja jetzt hier gerade... Wo sind wir eigentlich? Wir waren ja letztens irgendwie in so Gefängnissen drin gewesen. Interessante Wasserspeier. Sehr schön. Was? Whatever that is, it doesn't sound happy. And whatever it is, doesn't sound human. Ich hab schon gedacht. Lass mich reden. So, ich hab gedacht, die Wasserspeier. Ich will immer Feuerspeier sagen. Ich hab gedacht, die Wasserspeier werden jetzt zum Leben erwacht werden. Wecken, wachen tun. Egal, gehen wir weiter. Wir haben ja nichts verpasst oder so. Wir sind ja an nichts vorbeigekommen, was irgendwie interessant wäre. Ey. Geil, wir haben gespeichert. Yeah. Es kann ziehen. Oh, nicht nett. What are you doing here? Enjoying the sights. Got free, eh? I thought I'd turn the table on these Wargar scum. Do a favor for me. Kill as many of these accursed Wargar as you can. And don't make it quick. Darf ich den jetzt foltern? Wieso wird er als grün angezeigt? Das ist doch langweilig. Aber umbringen darf ich den auch nicht, ne? Ja, wunderbar. Egal, dann mache ich eben diese ganzen Sachen kaputt und schau mal, was ich drin finde. Haufenweise Heilung. Das heißt, die können wir anschließend noch gut gebrauchen. So, den Typen da drin, den erging es nicht so gut. Nicht so gut wie uns. Haha, haha. Okay. Mach die Tür rum. Ich muss da rein. Ich muss mich hier mal umschauen. Wieso stehe ich jetzt hier? Komm. Messerkampf. Messer! Und ich krieg Schaden! Und yeah! Und ich bin schwache Frau! Ja! Als ob! Flieg zu hoch! Okay! Hate! Das ist schwer! Ach Gott! Angriff! Attacke! Ich glaube, dann werden wir gleich mal, wenn wir die Möglichkeit haben, auf Cadoc wechseln. Damit wir im Nahkampf mal wieder so ein bisschen rumholzen können. Ein bisschen rumkloppen. Kloppen. Ja. Was sind das denn für... Au, interessante Schüsse. Oh nein, nicht du schon wieder, Kollege. Du bist mir auch am liebsten, ne? Ja. Ich kann mich teleportieren, ne?
Fuck off. Keddo, ja, mach was. Du bist der große Klopper hier. Ah. Und ich muss wieder lernen, besser auszuweichen. So, wo kommst du? Da. Schieß doch. Whee. Ah, Mann, wieso? Verdammt. So, jetzt. Ich hab mich toll teleportiert. Machen wir mal Frost. Frost. Wir kriegen viel Schaden, weil ich nicht rechtzeitig ausweiche. Ah, ich bin ausgewichen. Wunderbar. Da bist du. Könnte sein, dass man je nachdem meine Tastatur gerade ein bisschen stark hört, weil ich echt auf die Leertaste rumhämmer. Ah. Damit das Spiel auch wirklich mitbekommt. Hä? Was ist los? Damit das Spiel auch echt mitbekommt, dass ich... Ach so, das ist von der Rüstung hier, von dem einen Typi. Kann ich noch zurück? Nein, natürlich nicht. Das Spiel ist vollkommen linear. Ach, scheiße. Warum fahre ich überhaupt? Okay. Egal. Dann haben wir jetzt keine Heilung. Keine? Das ist ein bisschen doof. Aber wir haben wieder Magie. Magie. Es gibt Magie zum Frühstück. Magie. Nein. Wir gehen weiter. Und hier kommt nichts. Lineare Kloppung. I feel my sanity slipping away into the darkness. You can do it, Alara. Just don't look down. Don't. Is there no way out? Is there no way to the surface? The sun. I must see the sun. I must feel it. Ich sag mal so, eigentlich müsste ich ja auch mal alles so ein bisschen übersetzen für die Leute, die der englischen Sprache nicht wirklich mächtig sind. Oder selbst keinen Bock haben zuzuhören oder zu lesen, ne? Aber wenn sie keinen Bock haben zuzuhören, was machen die dann? Hoppala. Was machen die denn hier bei meinen LP? Dunkle Ecke. Vorhin. Ja. So. Ich drück mal wieder falsche Knöpfe, alles klar. So, vorhin bei dem einen Geist ging es darum, dass diese Frau mitbekommen hat, dann sollte ich nicht weitergehen, ne? Wenn ich am Reden bin, weil sonst werde ich hier wieder in den Kampf verwickelt und bla. So, die eine Frau hat mitbekommen, wie König und Zauberer gezaubert haben und ja, das fanden die nicht so toll und dann haben die die entdeckt und plopp, haben da fertig gemacht anscheinend, ne? So, dann der eine Typ, den wir gerade getroffen haben, diesen Foltermeister. Der hat uns den Auftrag gegeben, möglichst viele Warger zu töten. Und da das sowieso unsere Aufgabe gerade ist, weil wir sowieso hier durchkommen müssen und die uns auf allen möglichen Wege versuchen aufzuhalten. Was denn da? Kommt man dann durch? Nein, aber das sieht so aus. Ich weiß nicht, wie ihr das dann nachher auf YouTube sehen werdet, beziehungsweise jetzt gerade. Weil ihr seht das ja gerade. Wunderbar. Aber da waren so ein paar Kerzen oder so. Und ich glaube, da hinten ging es auch ein bisschen weiter. Aber ich bin da jetzt nicht reingekommen.